Yeah, I mean, the main thing is that we have a hard or as hard as possible surface. So we have to remove the fresh snow from tonight, that we have at least as much as possible grip. Yeah, we have 4 set of tires, different stud lengths, and of course also different amount of spikes. So actually, I guess we are more or less good sorted. First off, we are a long time partner of the Hahnenkamm race in Kitzbühel, so for almost 20 years now. That's the one reason. Another part is that we had the famous ski hill setup where we put an Audi Quattro on in 1986, and those two ideas came together. We will now launch the new e-tron, a full electric car, and with this Audi e-tron prototype we want to really try to go up the Mausefalle, the steepest part of the overall strife, and that's what's the idea behind this project. Yeah, I mean, so we did, Matthias did a couple of small tests here to get a bit of feeling for the grip level and also for the car. It's actually the first time for him in the car. And yeah, our goal is to reach the top of this Mausefalle on our first try. And yeah, I guess that he can do it. Also das Auto, das da steht, das ist ein e-tron Technikträger oder Prototyp. Wir haben Technologie in dem Fahrzeug eingebaut, die so noch nicht in Serie sind. Und von daher reden wir von einem Prototyp. Also wir haben, es ist ein rein elektrisches Fahrzeug, es ist ein SUV mit einem E-Motor an der Vorderachse und 2 an der Hinterachse. Und das ist unik, das gibt es noch nicht auf dem Markt und wir hoffen, dass wir die Erste sind, die sowas in Serie bringen werden. What kind of car do you see here? Yes, this is a prototype of the Audi e-tron. The Audi e-tron is nearly finished now, but in this vehicle there's a technology built in, and we hope to bring it in series in 1.5 years. We have in this vehicle 3 electric engines, 1 on the front axle and 2 on the rear axle, and that is not on the market now. Das Besondere an dem Antriebsstrang von dem Fahrzeug ist, dass wir 2 E-Maschinen an der Hinterachse haben und das sorgt dafür, dass wir Torque Factoring machen können. Sprich, wir können das hintere rechte Rad und linke Rad unabhängig voneinander regeln und das sorgt dafür, dass wir in Kurven auch ein sehr, sehr fahrdynamisches Verhalten erzeugen können mit dieser Konfiguration. Also bei den konventionellen Fahrzeugen machen wir das zum Beispiel mit einem aktiven Differential, mit dem Sportdifferential, aber das haben wir nicht in unserem e-tron und von daher haben wir diese Konfiguration gewählt. This specific about this vehicle with this drivetrain within is that we have 2 electric engines on the rear axle and that makes us possible to make torque factoring. That means that we can regulate the forces on the right wheel. We can differentiate it between left and right. So that means that we can ensure a very good vehicle dynamics in the corners. So, and that is in the conventional vehicles, we do this with our Quattro Sport, so with active rear differential, but we don't have a rear differential in this vehicle, so that's the way we're gonna do it with the electric vehicle. In this specific vehicle, we have 370 kilowatts. That means 530 brake horsepower, and we got a huge torque, over 1,000 newton meters. So there are not many road legal vehicles that already have this amount of torque. So when we bring it in series, then we will have one of the vehicles with the highest amount of torque there is available on the market. Not only for electric vehicles, but for all the vehicles. So wir haben dieses Projekt vor einem halben Jahr angefangen zu planen. Und es war höchst spannend, da wir wussten gar nicht, ob wir, da wir haben keine Erfahrung mit solchen krassen Steigungen von bis zu 85%, das haben wir noch nie erprobt. Von daher haben wir uns da langsam dran tasten müssen. Wir waren auf unterschiedlichen Prüfungsgeländen unterwegs und mit dem Fahrzeug, zuerst haben wir ein anderes Fahrzeug genommen, aber wir haben uns immer mehr herangetastet an die gleiche Steigung und wir haben die Steigung auch simuliert mittels Massen im Fahrzeug. Also wir haben eine Steigung von 55%
mit 800 Kilo Zuladung haben wir quasi simuliert, als ob wir hier fahren würden. Das haben wir alles geschafft, allerdings unter normalen Straßenbedingungen. Danach sind wir noch in einem Skigebiet gewesen, wo wir dieses Fahrzeug mit dieser Bereifung ausprobiert haben, dass wir uns wirklich sicher sind, ja, wir haben, wenn alles zusammenpasst, also sprich Wetterbedingungen, Strecke und Fahrzeug, wenn alles zusammenpasst, dann haben wir auf jeden Fall die Chance, hier hochzufahren. Wir machen dieses Projekt, da wir mit dieser Antriebsvariante so ein unglaublich hohes Drehmoment haben, dass wir wirklich probieren wollen, wo liegt die Grenze von dieser Antriebsvariante. Und deswegen wollen wir unbedingt diese Steigung von bis zu 85% ausprobieren. Okay. We started planning this project half a year ago, also this specific project, because we don't have any experience with this kind of hills. Up to now, we didn't test hills more than 60%, and we got here bis to up till 85. Nein, sorry. Don't look into the camera. Nee. Okay. Okay. Yeah. So we started planning this project half a year ago. It was for all for us. It was very very new because up to now we didn't have any experience with hills up to 85%. And so what we did is we tested on different proving grounds with different vehicles with different configurations, and also with additional mass in the vehicle to simulate the kind of steepness we got here. So along the way we were becoming very very confident because all the tests were positive, and but the test we did was on normal roads, and the last test we did was also on the snowy hill, and we also had success with this test. So from that point of view we were pretty confident that we were able to drive this hill here in the Mausefalle. But still, it was very, very interesting to see it here, because everything has to be right. The vehicle has to be perfect, but also the weather conditions, of course, play a very big role in this complete project. And also the preparation of the track was for us very, very important. But everything was perfect, and from that point of view, we're very, very proud that we had that we were able to perform this project. Da muss absolut alles zusammenspielen in dem Fall. Da muss ich einen super Quattro-Antrieb haben, da muss ich eine gute Regelung des Antriebs haben. Ich brauche genügend Leistung und beim Elektroauto ganz wichtig genügend Dauerleistung. Und ich brauche natürlich einen super Grip von den Spike-Reifen und ich brauche einen passenden Fahrer dazu. Also im Prinzip ist es ja so, die Batterie liegt wie so eine Tafel Schokolade zwischen den Rädern. Ein relativ schweres Teil, macht aber auch den Schwerpunkt sehr tief. Und wir treiben unabhängig voneinander, aber zusammen geregelt beide Achsen an. Vorne liegt zwischen der Achse ein Motor und bei dem Prototypen liegt zwischen den Achsen liegen zwei Motoren dann hinten. Also generell regelt unser elektrischer Quattro ja frei zwischen Vorder- und Hinterachse sehr, sehr schnell, schneller als es jeder mechanische Antrieb kann eigentlich. Man hat hier einzelne Anpassungen vorgenommen, klar. Hier ist besonders schwierig, weil man muss sich vorstellen, wenn der so steil hochfährt, irgendwann geht das ganze Gewicht auf die Hinterachse. Das heißt, die Vorderachse muss ganz feinfühlig regeln, damit sie weiß und das, damit sie das Auto optimal nach vorne zieht, sozusagen zusätzlich zu der Hinterachse. Weil bei 85% Steigung, da brauche ich wirklich jedes Mühe an Traktion dann. Und da brauche ich super Regelungen, was wir in dem Auto aber auch haben. So, we do something very special here. And so every detail must come together perfectly. We need a very good controlled quattro drive train, which can regulate very freely between the axles. We need enough power for enough time. We need a good weight balance. But still, then it's very difficult because it's going up that steep, like 85%. The car comes to the rear, the weight shifts to the rear axle, and then the quattro drive train has to check very carefully how much power to the front, how much power to the rear, so that the wheels don't spin. And so it's very, very difficult, but we hope with our drivetrain we will do that. Yeah, basically
It's a typical electric architecture. The battery lies between the axles, which gives you a very good weight balance and a very low center of gravity. And then we have one engine, one electric engine between the front wheels, like in the production car. And in this special prototype, we have two engines between the rear wheels so that we have more power. We have like 370 kilowatt, which is certain sort of 500 horsepower then. Also, der Vorteil eines Elektroantriebs ist, dass das volle Drehmoment, also die volle Kraft, sofort anliegt. In der ersten Zehntelsekunde liegt die volle Power an, was hier natürlich super ist. Und sie lässt sich sehr fein und sehr schnell regeln und regelt auch schneller als jeder mechanische Antrieb zwischen Vorder- und Hinterachse, was hier natürlich super ist, weil es gibt nichts Steileres als diese Mausefalle mit ihren 85%. So, wirklich eine Demonstration. Das ist natürlich eine Demonstration, wo ich glaube, die Leute sehen, was so ein elektrisches Auto und der Quattro überhaupt können. So, das ist eine sehr emotionale Geschichte, aber es beweist auch wirklich die Performance und die Sicherheit von e-tron und Quattro zusammen und macht natürlich auch Spaß anzuschauen.